willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute sind wir wieder am Verreisen. Was auch sonst. Wir fliegen heute nach Stuttgart zu einem ganz besonderen YouTuber, Menschen, Gast in meiner Sendung. Also wir fahren zu Michael Smolik und da werde ich Michael Smolik mal ein bisschen auf die Glocke geben. Ja. Sicherheitscheck-in haben wir geschafft. Heute recht zügig. Ich bin so müde. Wir haben übrigens 5.15 Uhr. Ich musste heute um 3.30 Uhr aufstehen. Oh Gott. Ich will nicht meckern. Aber es ist schon früh. Ich bin so müde, dass ich meine Augen kaum aufkriege. Wir fliegen jetzt alle nach Stuttgart. Ich mache die Nummer jetzt hier. Ich bin heute Chef-Flugkapitän Kevin. Ich passe nur ein bisschen auf Kevin auf, deswegen bin ich jetzt im Flieger dabei. Ich fliege dann direkt zurück nach Berlin wieder. Und da ist er, noch ein bisschen verschlafen, so wie ich. Bisschen? Der gut, das ist nicht meine Zeit, ja. Grüß dich. Hallo. Willst du heute verlieren? Ja, der Markus kommt auch, mein bester Kumpel. Okay. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt beim lieben Michael in seinem Gym, in dem Leistungszentrum Team Smolik. Ja, also hier der legendäre Boxautomat. An dem du nachher verlieren wirst, habe ich gehört. Ja. Aber wir werden es ja sehen. Dann hier kommt noch ein Cage hin. Dann hier, das ist mein Favorite Boxsack und den trainiere ich immer hier mit. Wie viele Kurse hast du so in der Woche? Also zehn. Zehn Kurse? Ja. Also wir machen Kinder-Kickboxen, normales Kickboxen, Selbstverteidigung, Fitness, so alles. Trainierst du alle noch selber? Nee. Nee. Mein Vater hier da oben rechts, der trainiert die Kinder. Ich habe dann noch ein, zwei Aushilfen von meinen Schülern, die helfen. Und ich schaue, dass ich mindestens einmal in der Woche da bin. Dass ich selber trainieren gehe, die freuen sich natürlich, wenn ich hier bin. So, Freunde, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Ich habe sie hier, Michael und Markus. Erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne. Ihr habt es gesehen damals, ich habe auf deren von den Jungs des Boxautomaten-Video reagiert, wo sie am Rummel, ein bisschen Rummelboxer gespielt haben. Ich habe gesagt, das schaffe ich locker. Die Jungs haben gesagt, Kevin, komm ran hier, machen wir. Herausforderung angenommen. Und jetzt sind wir hier. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Und ja, nicht lang quatschen. Los geht's. Mache ich auch gleich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du einen Tornado-Kick auch hinbekommen würdest. Also Leute, falls ihr das mal sehen wollt, wie ich dem Kevin beibringe, wie so ein Tornado-Kick funktioniert, kommentiert es mir in den Kommentaren. Ich glaube an dich, dass du das auch schaffst, 100%. Tornado-Kick, Kevin. Wie sehe ich meine Chancen? Also eigentlich habe ich die ganz gut gesehen, aber jetzt habe ich die Jungs hier schon mal ein bisschen raufballern sehen. Und jetzt ist schon ein bisschen von der Erwartung, ein bisschen, die Erwartung ist schon ein bisschen geschrumpft jetzt. Außerdem habe ich ein bisschen mein Handgelenk verknackst. Das zeigt ganz schön und nee, wirklich, aber das ist keine Ausrede. Wir machen uns jetzt ordentlich warm und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir ziehen Körpergewicht von der Zahl, die da angezeigt wird, ab, weil ansonsten die Leute wollen, glaube ich, Michi und Kevin sehen. Ja. Aber mal schauen. Was wiegst du? Ich wiege 85 Kilo. 85? Okay. Ich habe 101, 102 so. 118. Na gut, der wiegt natürlich ein bisschen mehr als ich. Könnte auch mehr Schlagkraft haben als ich. Also boxerisch wird es schwer, aber ich werde auch boxen. Aber wenn dann meine Kicks kommen, Kevin, dann glaube ich, könnte ich leicht im Vorteil sein. Manchmal fairerweise auch mit der Faust. Sag mal, ich kann nicht boxen. Wer sagt es? Viele sagen, ich kann nicht boxen, weil ich alle meine oder viele meine Kämpfe durch Kick-K.O. gewinne. Na, aber ist doch scheißegal, wie K.O. Hauptsache K.O., oder? Endlich hat sie mir erkannt. Also. Genauso ist es nämlich. Genauso ist es nämlich. Das Gewinnen ist Gewinnen. Wie du gewinnst, ist egal, solange es innerhalb der Regeln ist. Richtig. Willst du bandagieren? Willst du bandagieren? Hast du so eine Einfachbandage da? Nee, halt, ich kann dir aber meine normalen Bandagen geben. Nicht, dass es heißt, ich habe geschummelt dann oder so. Aber das Bandagieren hat ja nichts. Kannst du schummeln? Ne, mit Bandagen, wenn dann mit Feuerzeug in der Hand. Sowas soll funktionieren. Ja, richtig schön. Egal, umso dicker die Faust gleich wird,
Ist vielleicht noch ein Vorteil. Vielleicht ist es auch im Kopf so eine Blockade, wenn du weißt, du hast Schmerzen im Handgelenk. Man weiß es nicht. Aber wenn du Schmerzen im Handgelenk hast, kannst du auch kicken. Durchgehauen. Also tatsächlich, nur weil du sagst mit durchgehauen, der Boxautomat stand mal in der Bar von einem guten Kumpel von mir. Siehst du den Riss hier? Ja. Da hat mal ein Albaner daran vorbeigeschlagen und hat sich hier die Knöchel gebrochen. Scheiße. Es war hier voll Blut dran. Da siehst du noch, das ist hier ein bisschen. Gerade im Frühlingsfest und so passiert es oft, dass die Leute Hände brechen. Abrutschen, abknicken. Du kannst es auch nicht richtig vergleichen, weil beim Fersenbrecher teilt sich der Druck ja auf eine viel kleinere Fläche. Ja, also trotzdem ist der effektiver als die Faust. Ich mache jetzt mal den Kick, damit habe ich die 998 geschafft. Das heißt, du musst irgendwie so einen Zirkel anlaufen und dann mit dem Gewicht rein. Also für diejenigen, die kicken können, versucht es mal aus. So einen Halbkreis reinlaufen, hier den Schritt rein und dann mit dem Gewicht reinlegen. Also so habe ich die 998 geschafft. Hat sich gut angehört, aber... Ach, schon besser. Jetzt kommt's. Also jetzt versuchen wir es hier einmal mit Feuerzeug, das tatsächlich was bringt. Schlag den immer gerne gerade. Ja, aber auch nicht so gut. Also jetzt auch mal mit diesem Feuerzeug hier. Scheiße, ich hab mich. Von den Psychos an. Stuntman on point. War das ein Dropkick, oder? Da komme ich schwach. Für meinen Einsatz war es nichts. Muss mal aufpassen. Das war knapp. Wir haben jetzt ein bisschen rumgespielt. Mich hat gezeigt, dass sein Bester wirklich mit den Füßen kommt. Was hast du, 970 gehabt? Irgendwas 973 oder so, ja. Also schon der Ort, also der meiste von uns auf jeden Fall. Aber jetzt, damit wir einen Messwert bekommen, bekommt jetzt jeder drei Schläge und der mit den meisten Punkten zählt halt dann. Einfach, damit wir jetzt mal zu einem Entschluss kommen. Ja, weil ich mich vorne reinfallen lasse. Also zweite Runde. Für mich ist das so die beste Technik. Ich glaube, du schlägst mit einem viel zu kurzen Winkel, Kevin. Ich glaube, weil du so schlägst, du musst ein bisschen mehr die Hüfte so rein. Also das ist jetzt meine professionelle Klugscheiße. Eine Chance haben wir noch. Ja, Meinung. Final Round. Final Round. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen Mühe geben. Cool. Jetzt alles, komm. Ich glaube, es liegt auch wirklich daran, wo man ihn trifft. Ich habe die beste Technik jetzt für mich, diese gerade rein. Also, wir haben ein Ergebnis gefunden. Platz Nummer 1, Platz Nummer 2, Platz Nummer 3. Die Kampfsportler haben den Bodybuilder abgesägt. Hätte ich mal nicht so ein großes Maul gehabt, ne? Aber ich trage die Schande mit Ehre, weil gegen die beiden zu verlieren, ist, glaube ich, keine Schande. Kann man ruhig machen. Aber man muss dazu sagen und dich in Schutz nehmen. Ich glaube, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass du ein bisschen gehandicapt bist. Weil ich finde, man hat gemerkt, dass du dich ein bisschen zurückgehalten hast beim Schlagen. Ja. Ich glaube, dass das eine Kopfsache bei dir war. Also so sah es mich aus, weil die ersten Schläge fand ich bei dir härter als die letzten. Ich habe bloß angefangen, hat weh zu tun. Ja, aber ihr könnt es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sehen wollt, wie ich einen Tornado-Kick lerne, schreibt einfach in die Kommentare Hashtag TornadoKevin. Okay? Geiler, ne? So. Kurz und knackig, die Niederlage trage ich wie ein Mann. Vielen Dank an Michael. Danke dir. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke euch, dass ich bei euch sein durfte. Die Rummelboxer-Bande mit dem 20-Millionen-Video. Es hat seinen Grund gehabt, warum es so viele Aufrufe gehabt hat. Und jetzt mal gucken, was unser Video kommt.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Video. Wenn ihr mehr sehen wollt von Michael und mir, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde uns sehr freuen, damit wir immer auf euch eingehen können, damit wir neuen coolen Scheiß für euch produzieren. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und wir sagen bis bald.